Guck mal hier, oder besser hört mal hier. Ist das die Zukunft des Browsers? Opera One heißt das Teil. Solche künstlichen Stimmen kennt ihr ja. Hört ihr jeden Tag auf TikTok oder als Antwort von Siri oder Alexa. Was aber neu ist, dass man selbst ganz einfach solche Stimmen bauen kann. Und auch mich gibt's jetzt als KI-Stimme. Das geht mittlerweile wirklich einfach im Browser über Anbieter wie 11 Labs. Ich tippe hier einfach ein, was ich sagen will und einen Klick später klingt das dann so. Of course I speak English like a British native speaker. Do you want a cup of tea, my dear? Beshak, mein Hindi bhi bahut achhi bolta hun. Y por supuesto hablo español perfectamente como Jorge González. Und ja, dieses Stimmenklonen ist jetzt wirklich im Mainstream angekommen. Selbst der Pumuckl bekommt im RTL-Reboot die Originalstimme, obwohl sein Sprecher Hans Klarin schon 2005 verstorben ist. Ich bin keine Maus! Ich bin der Pumuckl! Und Apple will im nächsten iOS-Update allen die Möglichkeit geben, ihre Stimmen zu klonen. Das soll laut Apple vor allem Menschen helfen, die ihre Stimme krankheitsbedingt verlieren könnten. In Zukunft könnten damit sogar Synchronsprecher ersetzt werden und einfach eine geklonte Stimme von US-Schauspielern zum Beispiel Deutsch sprechen. Oder Podcaster könnten eine digitale Urlaubsvertretung bekommen. Das wird groß, das Thema. Wir schauen uns heute mal an, welchen Mehrwert solche KI-Text-zu-Sprache-Dienste gegenüber den Standard-Sprachausgaben in Betriebssystemen haben und wie das eigentlich in der Praxis funktioniert. Wir haben mit Leuten gesprochen, die solche Stimmen anbieten und sogar Otto haben wir nachgebaut. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Incogni. Incogni ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Fängen von Datenhändlern befreit. Es gibt leider hunderte von Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Server-Einbrüchen bekommen haben und die dann verkaufen. Ihr kennt das ja vielleicht. Euch ruft eine unbekannte Nummer an, ihr denkt, das könnte was Wichtiges sein und dann soll euch doch nur irgendein Quatsch angedreht werden. Oder ihr bekommt korrekt adressierte Mails, die aber letztendlich auch nur Spam sind. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Datenhändler diese Daten verhökert haben. Mit DSGVO und Co. gibt zwar die Möglichkeit, einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsst ihr halt jede einzelne Firma anschreiben. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus hunderten von Datenbanken. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr unter incogni.com/CT3003 60% Rabatt aufs Jahresabo. Werbung Ende. Ja, KI-Stimmen begleiten uns heute schon im Alltag. Und das wird definitiv noch mehr. Bei vielen TikToks zum Beispiel ist die Off-Voice schon von einer KI generiert. Und das hört man auch. Oder besser hört mal hier. Solche künstlichen Stimmen hört ihr jeden Tag. Ist aber den meisten Nutzern offenbar eher egal. Das ist ja fast schon so ein Stilmittel auf der Plattform. Aber solche KI-Stimmen kann man auch schon mit viel besserer Qualität kriegen. Zum Beispiel mit Online-Diensten wie 11 Labs. Ich gehe einfach auf die 11 Labs-Seite, wähle hier einen Sprecher aus und gebe den Text ein. Dann kann ich zum Beispiel den Text von unserem Reel über Opera One hier eingeben und hier in den Voice-Settings auswählen, wie stabil die Stimme sein soll. Hier müsst ihr auf den schmalen Grat zwischen zu künstlich und zu kaputt kommen. Und dann klingt das Ganze so. Ist das die Zukunft des Browsers? Opera One heißt das Teil und der macht einiges anders als Safari, Chrome oder Firefox. Ja gut, viel spannender ist es aber jetzt, wie ich selbst in so einer KI-Stimme klingen würde. Und auch das ist mit 11 Labs möglich. Allerdings nur, wenn man ein Abo hat, das kostet ab 5 US-Dollar im Monat. Ich klicke hier auf Voice Lab und dann auf Instant Voice Cloning. Da muss ich ein paar Audiosprachaufnahmen von mir hochladen. Die sollen deutlich sein und ohne Hintergrund. Das müssen aber nur 5 Minuten sein. Alles, was mehr als 5 Minuten ist, sagt 11 Labs, bringt dann nicht mehr viel. Und wenn das dann hochgeladen ist, dann ist die Berechnung wirklich instant. Die Berechnung dauerte bei unseren Tests weniger als 3 Sekunden. Ich habe das mit unterschiedlichen Settings ausprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Stimmen alle irgendwie Englisch denken. Also die KI mit englischen Aufnahmen zu füttern, sorgt auch für bessere deutsche Ergebnisse. Hört mal hier. Ist das die Zukunft des Browsers? Opera One heißt das Teil und der macht einiges anders als Safari, Chrome oder Firefox. Und krasser Nebeneffekt, das Ganze poliert meine Englisch-Skills auf und lässt mich deutlich besser klingen als in der Ausgangsdatei. Hier mal der Anfang von Neuromancer, wie ich das mit meinem fiesen deutschen Akzent gelesen habe. The sky above the port with the color of television, tuned to that channel. It's not like I'm using, Case heard someone say. Und was 11 Labs daraus macht mit meiner Stimme. The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.
It's not like I'm using, Case heard someone say it. Ja, sowieso Englisch, da bislang die meiste Arbeit ins Englische gesteckt worden ist bei diesen KI-Sachen, klingen englischsprachige Sachen allgemein besser als deutsche. Ihr habt ja gerade schon die deutsche TikTok-Stimme gehört, hier mal die englische. We convinced my brother he was doing a first look with his bride, but we put his friend in a wedding dress. Ja, ist besser, oder? Und schaut mal hier, das ist ein Promo-Video von 11 Labs und da spricht Leonardo DiCaprio auf einmal wie Steve Jobs. An expert. But as a concerned citizen. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. Oder Bill Gates. I believe that mankind has looked at climate change in that same way. Und das ist schon ziemlich überzeugend. Allerdings ist das nicht nur überzeugend, sondern auch gefährlich. Gerade was Telefonbetrug angeht. Der bekommt durch geklonte Stimmen nämlich nochmal eine ganz neue Dimension. Stellt euch mal vor, jemand ruft bei euren Großeltern an und benutzt eure Stimme und fragt nach Geld. Das ist nochmal schwieriger zu durchschauen, als der Enkeltrick sowieso schon ist. Deswegen redet da unbedingt mit euren Verwandten drüber und macht zum Beispiel ein Codewort aus. Und Stichwort Fake News. Relativ lustig, als ein Comedian den Verschwörungsheini Alex Jones mit der Stimme vom inzwischen rausgeworfenen Fox News Host Tucker Carlson angerufen hat. Aber klar, das gab es früher auch schon, aber dafür musste man Stimmenimitatoren beauftragen. Heute geht das am Rechner. Ich habe mal die Tonspur eines einzigen Otto Walkes Interviewvideos, das ich auf YouTube gefunden habe, auf 11 Labs geworfen. Und jetzt mal kurz Disclaimer, das Ganze fand im Rahmen einer journalistischen Recherche statt. Ich habe die Otto-Stimme auch direkt im Anschluss wieder gelöscht. Macht das nicht selbst, das ist juristisches Glatteis. Ja, so klingt der künstliche Otto jedenfalls. Hä? Was ist hier denn los? Also, warum bin ich denn auf einmal auf CT3003? Ich bin doch nur ein Friesenjung. Also, ich finde, man erkennt das. Ist nicht perfekt, aber schon ganz cool. Wenn ihr das Ganze Open Source haben wollt, könnt ihr mal Tortoise ausprobieren. Dafür braucht ihr aber eine Nvidia-Grafikkarte und vor allem viel Geduld. Der Name Tortoise, Schildkröte, kommt nicht von ungefähr. Bis zu 3 Minuten dauert das Generieren eines kurzen Satzes. Naja, und Python solltet ihr auch beherrschen. Ihr ladet euch die notwendigen Dateien von GitHub runter und könnt dann sogar eure eigene Stimme klonen. Spoiler, klappt noch nicht so gut mit Tortoise. Wenn ihr das trotzdem selber mal ausprobieren wollt, mein Kollege Daniel hat das Ganze auf dem Heise Online YouTube-Kanal erklärt und eine Anleitung dazu auf Heise Online gestellt. Links zu beiden findet ihr in der Beschreibung. Genau, Heise Online. Meine Kollegen da haben schon mal eine Stimme klonen lassen und das aber deutlich aufwendiger als das Instant-Cloning von 11 Labs. Wenn ihr euch schon mal unseren News-Podcast kurz informiert oder den neuen KI-Update-Podcast angehört habt, dann kennt ihr die Stimme von meiner Kollegin Isabel Grünewald. Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Und weil Isabels Stimme ebenso wichtig ist, sie aber ja auch mal Urlaub machen möchte, hat Heise zusammen mit dem Unternehmen Afrorhythmic ihre Stimme geklont. Kurz informiert von Heiser Online mit Isabel Grünewald. Afrorhythmic ist ein Dienstleister für KI-basierte Medienerstellung und ich frage jetzt mal deren CEO Matthias Lehmann, was die da eigentlich genau gemacht haben, um Isabels Stimme zu klonen. Hallo Matthias. Ihr habt ja Isabels Stimme geklont. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie fängt man da eigentlich an? Wie geht man da vor? Was braucht ihr dafür eigentlich? Also um so eine Stimme zu klonen, braucht man im Prinzip als allererstes Aufnahmen von der Person, die Stimme klonen lassen will. Das heißt, was wir da im Prinzip machen, ist, dass wir kreieren ein Skript. Das ist im Prinzip eine Ansammlung von ganz vielen Sätzen. Und in diesen Sätzen sind im Prinzip alle Phoneme, also alle Wortlaute sozusagen drin. Und dann werden diese Aufnahmen im Prinzip gemacht. Das dauert dann so ein paar Stunden, kommt darauf an, wie viel Qualität man gern haben möchte. Und sobald diese ganzen Aufnahmen dann im Kasten sind, laufen die im Prinzip in ein KI-Modell, werden erstellt und dann kommt am Ende die Stimme hinten bei raus sozusagen. Es ist aber wichtig, dass die in irgendeiner Form einfach Sinn machen, weil das einfach sonst für den Sprecher unglaublich mühsam ist, so Wischiwaschi-Kram halt einzusprechen. Und es macht einfach mehr Sinn, wenn das ein Text ist, den der Sprecher sozusagen erwartet. Und am Ende läuft dann im Prinzip halt einfach ein Programm drüber oder ist einmal drüber gelaufen, um festzustellen, welche Phoneme sind denn jetzt in diesem Skript mit drin. Und wenn die dann so ausbalanciert sind, wie wir das haben oder haben wollen, dann können wir im Prinzip damit loslegen. Und je besser das ausbalanciert ist, desto besser wird im Prinzip auch die Stimme. Also ich habe einmal irgendwie Sachen aus dem Kinderbuch vorgelesen, ich habe einmal Sachen aus dem Roman vorgelesen, ich habe einfach Sachen aus unseren YouTube-Videos genommen und die Stimme hat sich immer anders angehört. Also es war, wie du sagst, ist sehr stark an den Use Case angepasst. Aber ich habe keine Korrelation zwischen wie viel Material ich da drauf geworfen habe, erkannt. Wie viel ist das denn bei euch? Wie viel muss ich da einsprechen, um meine Stimme klonen zu lassen bei euch? Prinzipiell gibt es 2 verschiedene Optionen, wie man eine Stimme klonen kann.
Mhm. Es geht so ein bisschen, es gibt die schnelle Variante, die Abkürzung, und dann gibt es die sozusagen die richtige Stimmklonung. Also das eine nennt man Voice Transfer. Das ist im Prinzip halt einfach nur, wo die Stimmfarbe des Sprechers auf ein existierendes Modell gelegt wird. Also wann immer man mit irgendwie so 10, 20 Sätzen irgendwas aufnehmen kann, beziehungsweise oder eine Stimme klonen kann, bedeutet das, dass diese Stimme nicht von der eigenen, von diesen eigenen Aufnahmen konkret erstellt wird, sondern da liegt schon eine Stimme, die es schon gibt, die mit Tausenden von Sprechern eventuell eingesprochen worden ist. Und da wird einfach nur diese Stimmfarbe drüber gelegt. Und damit kriegt man ein super robustes Modell hin, was alle möglichen schwierigen Wörter aussprechen kann. Aber es hört sich einfach nicht ganz so sehr wie der Sprecher selber an. Und der zweite Ansatz, da geht es dann halt darum, dass man wirklich die Stimmfarbe zu fast 100% wiedererkennbar macht. Und das ist tatsächlich das richtige Stimmklon. Und da braucht man im Prinzip diese ganzen phonetischen Muster, die der Sprecher halt mitbringt, beziehungsweise auch die entsprechenden Phoneme, um alle Wörter abbilden zu können, weil man tatsächlich von null dieses Projekt aufbaut und diese Stimme aufbaut. Und am Ende hört die sich dann auch wirklich eins zu eins genauso an wie du oder ich. Das ist eigentlich das richtige Stimmklon. Das ist aber allerdings sehr, sehr viel mühsamer, weil es halt einfach teilweise Stunden, manchmal auch Tage dauert, um diese Aufnahmen einfach zu machen, weil die müssen ein gewisses Volumen haben, damit man dann was Vernünftiges macht. Was glaubst du denn, wann ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo wirklich niemand mehr die natürliche von der geklonten Stimme unterscheiden kann? Was wäre da deine These? Wie lange dauert das noch? Das ist die Singularität sozusagen. Ja, genau, die Singularität der Sprach-KI. Das kommt ein bisschen drauf an. Das muss man, glaube ich, sehr differenziert sehen. Also wenn es um kurze Sachen geht, glaube ich, sind wir schon sehr, sehr nah dran. Wenn es darum geht, irgendwie ein paar Wörter zu sprechen, vielleicht auch so ein hybrides Modell, wo man den echten Sprecher hat und dann einfach nur so vielleicht so Städtenamen oder Produkte oder Preise einfach mit einer KI-Stimme des Sprechers eingesprochen werden und das dann im Prinzip vermischt wird. Das ist, glaube ich, schon heute da, beziehungsweise ist irgendwie bei den hohen 90-prozentigern. Und wenn es darum geht, längere Texte, sagen wir mal, so ein Audiobuch ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig, ein Audiobuch so hinzubekommen, dass man über 1500 Seiten beim Anhören, dass man da bei der Sache bleibt und da das Hirn nicht abschweift, das ist immer noch sehr, sehr schwierig. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Zur Erklärung, warum das so ist, also diese synthetischen Modelle, die haben im Prinzip, man nennt es Dynamic Range. Man kann das Wort Ich, kann man verschiedene aussprechen. Als Mensch würde ich manchmal mehr betonen, manchmal weniger. Ich würde es mal lauter, mal leiser sagen, obwohl es super easy auszusprechen ist und hat auch nur eine Silbe. Das kann halt ein Stimmmodell noch nicht unbedingt. Das heißt, das wird im Prinzip bestimmte Ausdrucksweisen immer wieder wiederholen. Und das führt dazu, dass das menschliche Hören im Prinzip halt einfach irgendwann abdriftet, weil so die Stimulierung fehlt oder der Stimulus fehlt, um dabei zu bleiben. Da sind einfach Modelle noch nicht so weit. Die werden immer besser. Wir haben jetzt schon so Atemgeräusche drin, was viele Kunden super gut finden, was halt einfach echter wirkt. Und bis wir da wirklich da sind, dass es diese Singularität sozusagen erreicht, denke ich mal, bei längerem Content werden wir da sicherlich noch Jahre brauchen, um dahin zu kommen. Wobei das eine gefährliche Aussage ist. Ja, danke, Matthias. Es gibt also diese professionellen Anwendungsgebiete für KI-Stimmen und dann so das persönliche Entertainment. Irgendwo dazwischen ist David Guetta, der mit so einem KI-Text-to-Speech-Tool sogar Eminem in sein Set geholt hat. Das sah so aus. I discovered those websites that are about AI. So I typed, write a verse in the style of Eminem about future rave. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Ja, und mein Kollege Schein hat auch mal mit meiner Stimme musikalisch was ausprobiert. Das hat er mit dem Open Source Projekt SOWITZ SVC gemacht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt und wir dazu ein eigenes Video machen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna roll around and disappoint you. Schön. So schön gesungen. Also, wie man auf unterschiedliche Art und Weise Stimmen klonen, haben wir jetzt gezeigt. Noch weniger Arbeit macht das mit der Plattform UberDuck. Die ist weniger für Nutzer, die professionelle Videos vertonen möchten, sondern ist, würde ich mal sagen, mehr so eine Spaßplattform im Moment. Da gibt es über 5000 Stimmen von Schauspielerinnen, Schauspielern, Serienfiguren, Filmfiguren, Comicfiguren. Wichtig, auch hier gilt, dass ihr die Stimmen nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen dürft. Auch nicht in euren Social-Media-Videos oder so. Das kann richtig Ärger geben. An sich ist
Uber Duck recht simpel aufgebaut. Ihr könnt einfach hier nach Kategorien suchen und in der rechten Spalte dann nach der gewünschten Stimme. Schneller geht das, wenn ihr einfach direkt eingebt, wen ihr haben wollt. Großer Nachteil, die Stimmen funktionieren nur auf Englisch. Zumindest haben wir in unserem Test keine Stimmen gefunden, die auf Deutsch gut geklungen hätten. Dafür gibt es aber einige gute englischsprachige Stimmen, die ihr einfach mit dem Gratis-Account direkt verwenden könnt. Wir können beispielsweise Homer Simpson sagen lassen, dass er gerne CT3003 schaut. I like to watch CT3003 videos and drink just beer. Oder Super Mario sagt, dass er und Peach natürlich schon abonniert haben. It's me, Mario. Me and Princess Peach have already subscribed to the channel. Also macht das Mario gerne nach, ne? Abonnieren. Das ganze Thema ist aber nicht nur für lustige Promi-Stimmen oder dass Medienhäuser das produktiv für ihre Arbeit einsetzen können. Es gibt leider auch Menschen, die aufgrund von Krankheiten ihre Stimme verlieren. Prominentestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich Stephen Hawking. Der ist ja für seine künstliche Stimme bekannt. Und für diese Menschen wäre es ja schon lebensverändernd, wenn sie ihre natürliche Stimme irgendwie archivieren und dann digital weiterverwenden können. Apple plant genau dafür in der nächsten iOS-Version ein Feature unter Bedienungshilfen namens Personal Voice. Eine Stunde muss man dann dafür ins iPhone bestimmte Sätze einsprechen und bekommt dann die Möglichkeit, auf die digitale Version der eigenen Stimme zuzugreifen. Zudem soll man dann bestimmte Sätze auf Schnellzugriff haben. Da müssen Leute, die keine Stimme mehr haben, nicht immer jedes Wort eintippen. Das klingt jetzt in den Beta-Versionen noch nicht so gut, ist so etwas unterhalb von 11 Labs Niveau, aber ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren noch deutlich besser wird. Und durch die Integration ins Telefon ist das eben auch super zugänglich. Neben 11 Labs und Uber Duck und Apple gibt es natürlich auch noch viele andere Anbieter für so künstliche Spracherzeugung. Mein Kollege Kai Schwierzke hat für die CT insgesamt 7 Text-to-Speech-Anbieter verglichen. Den Artikel verlinken wir euch unten. Mein Fazit. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie wir von den roboterhaften Siris und Alexas jetzt an einem Punkt sind, wo man zumindest auf Englisch nicht mehr auf Anhieb merkt, dass man gerade einer KI-Stimme zuhört. Klar, gerade auf Deutsch ist das noch nicht perfekt und es dauert auch sicher noch etwas, bis die Technik so weit ist, dass meine Stimme so klingt und nicht mehr so. Aber diese Technik bringt eben auch krasse Chancen. Ich könnte durch so Instant Voice Translation zum Beispiel einfach die Videos auf diesem Kanal auch in anderen Sprachen anbieten. Oder im nächsten Urlaub einfach ein Smartphone dazwischen halten, dass das, was ich sage, dann instant übersetzt und dann eben in meiner Stimme die Übersetzung ausgibt. Oder eure Freunde können sich eure Messages in eurer Stimme als Sprachi anhören. Oder du kannst dir auf Streaming-Plattformen aussuchen, welchen Synchronsprecher oder Synchronsprecherin du haben möchtest, weil dir eben verschiedene Stimmen angeboten werden. Das macht zum Beispiel RTL mit der Stimme von Pumuckl. Der Sprecher Hans Klarin, dessen Stimme ihr vielleicht noch im Kopf habt, wurde für die Neuauflage geklont und so kann man, wenn es rauskommt, Ende des Jahres zwischen der Stimme von Hans Klarin und der des Schauspielers Maxi Schafroth auswählen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in unserem Videoproduktionsprozess sowas zumindest bald als Flicken einsetzen. Das heißt, wenn uns nach der Aufnahme auffällt, dass ein Wort falsch ausgesprochen wurde oder so, dann lässt sich das mit meiner KI-Stimme auffüllen. Das fände ich auch ethisch total vertretbar. Ansonsten würde ich mir aber wünschen, dass KI-Stimmen in Medien in Zukunft, gerade bei längeren Passagen, explizit deklariert werden. Also ich will jedenfalls wissen, ob ich einem echten Menschen gerade zuhöre oder einem Computer. Wie seht ihr das? Habt ihr ein Problem damit, wenn zum Beispiel Medien KI-Stimmen einsetzen oder seid ihr da grundsätzlich offen für? Oder wie ist sonst eure Meinung zu KI-Stimmen und KI-Stimmen-Kloning? Schreibt's gerne in die Kommentare und abonnieren natürlich. Wie Mario sagt. Tschüss. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and disappoint you. Never gonna make you cry.